2005 bin ich eingeladen worden zu einer Gründungsveranstaltung, damals im ersten Chapter in der Region Karlsruhe, ins Chapter Fächer. Und ein Riesenzahl, Leute voll motiviert. Und ich war junger Unternehmer, ich war kurz selbstständig, habe mich in den Saal gesetzt und gesagt, okay, schau mir das mal an. Am Ende des Treffens habe ich entschieden, jawohl, ich gebe eine Bewerbung ab, war dann Mitglied im Chapter Fächer, habe zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geahnt, was da so alles passieren kann, was da für Möglichkeiten entstehen. Und die Initialzündung war 2007, als wir als Chapter-Ausflug nach London sind, ins Chapter Concord, ein 11 Jahre altes Chapter damals, 6.20 Uhr, alle Leute anwesend, unheimlich viel Trubel, unheimlich laut. Und nach dem Treffen, nach diesem wirklich sehr, sehr heftigen, interessanten Treffen, hat der Chapter-Direktor sich dafür entschuldigt, dass sie heute nur 100 Empfehlungen hatten. Und das war für uns so die Initialzündung, als Chapter erstmal durchzustarten. Aber eben auch diese Freundschaft hat sich daraus entwickelt. Und wir haben dann Chapter besucht in Lissabon, in Dublin waren wir, in Madrid waren wir zweimal. Also wir haben schon ganz viel in Europa Chapter besucht, weil wir das einfach mittlerweile mit Freunden machen, nicht mehr unbedingt mit Chapter-Kollegen, weil es eben Freunde geworden sind. Meine Frau ist Mitglied in einem anderen Chapter in Karlsruhe, das haben wir so ein bisschen mit aufgebaut. Und daraus sind einfach auch ganz viele weitere Kontakte und nette Leute ja quasi in unseren Freundeskreis gekommen. Und daraus ist einfach auch, ja, wie soll ich sagen, ist eine Familie entstanden. Man macht Geschäfte mit ganz engen Freunden, nicht mehr mit Chapter-Kollegen, sondern man kennt sich ganz intensiv und es kommt auch keiner auf die Idee zu sagen, ich gehe da jetzt aus diesem Chapter raus, weil man einfach wahnsinnig gute Umsätze macht. Ich habe, als ich 2005 unterschrieben hatte, hatte ich 3 Mitarbeiter, eine Firma. Heute habe ich 3 Firmen, 11 Mitarbeiter und mache 50% meines Umsatzes durch eben die Kontakte aus meinem Unternehmernetzwerk BNI.